Ganz beeindruckend sind für mich immer wieder die Beobachtungen, die ich mache bei Verletzungen. Wir hatten vor einiger Zeit eine sehr starke Verletzung und haben jeden Tag 2-3 täglich die erste Woche lang einfach nur mit EM diese Wunde ausgespült. Und die Heilung ist durchschnittlich sehr, sehr, sehr viel schneller als mit konventionellen Mitteln, die ich früher auch angewendet habe. Auch in der Heu- und Strohfütterung wird es natürlich bei uns zum Einsatz gebracht. Da allerdings schon in der Bergung. Wir setzen eben hier das EM als Konservierungsmittel für das Heu und Stroh ein, schon auf dem Feld, also bei der Einbringung, bei dem Pressvorgang. Und das Augenscheinlichste war eigentlich die Futterverwertung, dass unsere Pferde wirklich angefangen haben, das Futter, das sie bekommen, tagtäglich wirklich noch besser auszuwerten. Und ich musste dann schon anfangen, die Futtermenge drastisch zu reduzieren, bis zu 50%, weil die Tiere einfach zugenommen haben. Das war nicht, weil wir auf einmal geizig geworden wären, sondern einfach, weil sie uns zu dick geworden sind. Und Sportpferde sollen einfach auch nicht zu dick sein. Matratzenstreu in konventionellen Betrieben oder in normaler Hinsicht ist einfach so, dass immer wieder aufgestreut wird, nichts an Mist oder Urin rausgenommen wird und sich eben über Wochen oder Monate hin eben eine Matratze aufbildet. Wenn man in diese Stelle kommt, im Allgemeinen riecht man das sofort, dass dort Matratzenstreu eben eingesetzt wird. Es riecht stechend nach Ammoniak, das ist sehr unangenehm. Einerseits natürlich für den Betrachter, der es riecht, andererseits natürlich für die Pferde. Die Schädigung von Pferdelungen ist ganz schnell geschehen und eine erstmal geschädigte Pferdelunge beeinträchtigt ein Sportpferd in der Weise, dass es meistens nicht mehr einsatzfähig ist oder nur sehr beschränkt einsatzfähig ist. Und dementsprechend habe ich immer gesagt, Matratzenstreu, das kommt für mich nicht in Frage. Seitdem wir eben in diesem neuen Stall sind, misten wir folgendermaßen. Wir haben eben uns für diese Matratzenstreu entschieden. Morgens werden alle Pferde hinausgebracht auf ihre Paddocks. Die Türen werden so versperrt, dass die Pferde eben bei der Stallarbeit nicht stören. Dann fangen wir einfach an, dass wir mit unserer Mistgabel die Streu glatt machen. Dass eben jegliche Unebenheiten, die werden ausgeglichen, wo die Pferde über Nacht gelegen haben oder wo da schon mal eins gescharrt hat oder so. Die Pferdeäppel werden mit Stroh überdeckt, das noch da ist. Wenn das eine ebene Fläche ist, dann nehme ich meine Sprühflasche und sprühe eben mit EM die gesamte Fläche aus. Danach kommt eben neues Stroh in jede Box großzügig über diese eingeebnete Fläche drüber und dann dürfen die Pferde schon wieder herein. Wir sagen immer, wir bieten unseren Pferden eine wunderbare Fußbodenheizung. Wir haben das unterstützt durch Messungen und haben festgestellt, dass wir also eine ganz konstante Temperatur in der Matratze unten drin von 35 Grad etwa haben. Das sind fermentative Abläufe, der Mist fault nicht, dementsprechend haben wir natürlich hier auch diese Schadgase eben nicht, sondern er fermentiert. Wollen wir später dem Boden etwas zugute tun, können wir das mit einem Mist, der eben zu heiß erhitzt ist, eigentlich gar nicht machen. Dieser Mist hier, der bietet einfach noch optimales Bodenleben auch für die Wiesen oder für die Äcker, wo wir den Mist später ausbringen. Grundsätzlich haben wir also feststellen können, dass uns hier EM einen ganz großen Dienst erwiesen hat. Wir hatten früher sicherlich auch recht hohe Tierarztkosten, sei es nun durch, ja, das kennt jeder Pferdehalter, dass man ab und an mal eine Kolik hat oder Husten oder gerade bei diesen vielen jungen Tieren, wo auch viele mal zugekauft werden, dass man eben auch mal eine Infektion hat, die durch den ganzen Bestand geht. Und das hatten wir, bevor wir EM eingesetzt hatten, zwar nicht in übertriebenem Maße, aber unsere Tierarztkosten waren auch sicherlich nicht gerade im unteren Segment, weil wir das alles auch sehr ordentlich immer mit Tierarzt behandelt haben. Es war dann so, in dem Stall, wo ich eben vorher meine Pferde stehen hatte, beziehungsweise in Südwestdeutschland, dass irgendwann mich unser Tierarzt mal anrief und sagte, sag mal, hast du den Tierarzt gewechselt? Brauchst du mich gar nicht mehr? Und ich ihm sagen musste, nein, wir haben nicht den Tierarzt gewechselt. Es ist einfach nur, dass ich hier zur Vorbeuge etwas habe, was mich sicherer macht, was einfach viele Probleme gar nicht erst auftauchen lässt. Es ist heute so, dass wir den Tierarzt einfach nur für den gynäkologischen Bereich, eben für die Zuchtstuten brauchen und für die Präventivmaßnahmen eben wie Wurmkuren oder Impfungen. Und diese Akutfälle Gott sei Dank fast gar nicht mehr auftreten. Und wenn ich mir eben hier mit EM sehr gut helfen kann, und das ist natürlich für einen Betrieb in unserer Größenordnung schon eine feine Sache, wenn die Tierarztkosten absolut in den Keller gegangen sind.